Naja, Mittelreicher, Landfahrner. Der einzige Unterschied ist wohl die gute Herkunft und der gute Umgangston. Unsererseits natürlich. Ja, richtig, richtig. Und mit diesen Worten würde ich mich dann nach unten begeben und mir von drei Speere auf die Schnauze hauen lassen. Ja, du kannst wohl auch erkennen, wie in der Zwischenzeit Serpentilio kurz mit ihm diskutiert hatte. Es ging da wohl irgendwie um Stabkämpfe oder so etwas. Und dann verkrümelt sich Serpentilio, aber auch wenn du an ihn herantrittst. Gut, Zulamin, Boltax, Abemir, habt ihr noch irgendwas? Ich würde mal das Buch an mich heranziehen, die Prophezeiung am 50. des 50. Tores und diese spezielle Seite mal aufschlagen. Da waren noch irgendwelche Schriftzeichen um die Zeichnung unseres Schiffes rum, richtig? Dieser Rahmen. Genau, also es gibt einmal um euer Schiff einen Rahmen, der quasi so aussieht wie der Spiegel. Und auf der anderen Seite war, wie gesagt, so etwas wie ein Strudel abgebildet. Der Strudel wurde aber nicht gezeichnet, sondern war ein Zyklon aus Wörtern, die dann von innen nach außen ziehen. Gut, dann würde ich mal aus meiner Schublade wahrscheinlich ein Vergrößerungsglas rausholen und mal das drauflegen, um die Zeichen zu entziffern. Ich versuche es zumindest. Ich würde aber mir da unterstützen, weil ich auch neugierig war dem Buch gegenüber und ja, interessiert mich. Zunächst wollte ich die Uhr stellen, ein bisschen vorbeugen wahrscheinlich. Ja, ich würde mich vorbeugen und dann probieren, diese Zeichen zu entziffern. Welcher Sprache ist dieses Zeichen zugehörig? Es fängt auf Istira an und wechselt dann im Lauf des Spiegels auf verschiedene andere Sprachen. Gut, mit Estia kann ich dienen, aber Imperial, Ur-Tulamidia, Zayat und ein paar andere Sprachen, Prosperan noch. Was kann ich davon entziffern? Soll ich proben oder? Ja, gib mir doch einfach mal eine Probe auf Istira, das du gesagt hast du nicht, ne? Dann gib mir mal eine Probe auf Bosparano. Schrift. Schrift, okay. Das sind kuscheliger Zeichen. Das nutzt die tatsächlich nicht Ja, vorne. stimmt, gut. Dann, ja, dann Mach. die Sprache. Sprache. Ja, ich könnte weiter auf Utolomidia oder Imperial oder wie auch immer, was du haben willst. Die Traumwelt des Sammlers ist eine nächtliche Küstenlandschaft, an deren Strand unzählige rostige Schiffe havariert sind. Tote Fische treiben aufgebläht und verwesend in der Bucht. Die Kinder auf einer nebelverhangenen. Und dann wechselt schon wieder die Sprache. Ich merke schon, ich muss dringend ein paar Sprachen lernen. Ich verstehe gar nichts, was hier steht. Der Teil ist auf Gareti geschrieben, aber das verstehe ich nicht und das nicht und was das für Zeichen sind. Ich habe keine Ahnung. Die Kreatur füttert sie und zwingt sie, mit ihr zu spielen. Ich würde es vielleicht mal vorlesen, dass ich mal mitschreiben kann, irgendwie das Ja, ich würde dann auf Gareti mitschreiben. Und dann vielleicht irgendwie Klammern setzen, damit man erkennen kann, dass da ein Teil fehlt, vielleicht irgendwie das Ja, nie benutzen ja, ja. kann. Ich protokolliere. Also scheint zumindest so, als würde die Schrift des Spiegels nichts damit zu tun haben, was euch gerade betrifft. Es geht nicht auch darum, wie man diesen Spiegel darstellt. Es hat auch nichts mit den Zeichen darauf zu tun, die Kanesetianer damals in Zayat auf den Spiegel getrieben hat. Also was auch immer, das ist der Spiegel und das ist euer Schiff. Da seid ihr euch sehr sicher. Aber der Inhalt geht wohl um irgendeine Kreatur, die fahl und bleich, augenlos in den Schlünden der Niederhölle sitzt. Der Traumsammler. Sagt mir so was? Irgendeine Zuordnung zu irgendeiner Domäne? Der Traumsammler. Boron wird natürlich auch mit den Träumen in Verbindung gebracht, aber Tagunitot erhebt eher Untote. Natürlich Schwierig. Albträume wahrscheinlich. Albträume halt, oder? Albträume, ja. Aber Traumsammeln? Ja, liest noch ein bisschen weiter. Hat keine Augen, sondern findet ihren Weg mit Hilfe von Geruch und Gehör. Manchmal ist der Körper so groß, dass er sich bis in den Himmel streckt, Das jeder klingt Schritt nach. den Boden erzittern lässt. Klingt nach Wühlschraten, Abelmir. Nun, ich denke, es ist eher eine dämonische Kreatur, keine derische. Was ist denn Wühlschrat? Ein Wühlschrat? Ihr habt noch nie einen Wühlschrat gesehen? Nein. Nun ja, es sind Kreaturen aus den Tiefen der Berge.
Sie haben nicht wirklich Augen, sondern orientieren sich mehr durch den Tast- und Geruchssinn. Und wartet, ich habe irgendwo mein Bremstierleben. Einen Moment. Nein, es ist eine derische Kreatur, nicht wahr? Ja, natürlich. Und wenn sie uns Zwergen gegenübertreten, und sie sind deutlich größer als wir, deshalb wäre es aus meiner Perspektive nun eine Beschreibung dieser Kreatur. Aber das macht wenig Sinn, wenn ein Wühlschrat gemeint ist. Der größte Feind des Zwergen sind der Wühlschrat und der Groll. Denn der eine frisst die Erde weg und der andere das Gold. Zitat aus Brems Tierleben. Nun, das ist halt ein Wühlschrat. Aber wir sehen, wie es ist. Und das wird wohl kein Wühlschrat sein, um den es hier geht. Nein, wie gesagt, ich vermute eine Kreatur aus der siebten Sphäre. Wenn der Samda in deinen Traum eindringt, nimmst du die Gerüche von Salz, Wasser und Verwesung wahr. Und aus der Ferne ertönt eine Spieluhr. Eine Spieluhr. Das klingt nach etwas Mechanischem. Aber Salz, Wasser und Verwesung klingt eher nach der Ersäuferin. Und in die Träume eindringen klingt nun nach der Widersacherin Borons. Aber es ist verwirrend. Vielleicht ist es ein unabhängiger Dämon. Ihr könntet keine Setiana fragen. Ja. Ihr könntet auch euren ausgewiesenen Dämonologen fragen. Ja. Pest und Cholera. Ich habe diesen sogenannten Akoluten der Ersäuferin gefragt, warum sie sie anbeten als Göttin. Und er meinte, weil sie ihnen Träume und Visionen schickt. Oh, Talvin das nicht auch getan? Durch ihre Perlen? Vielleicht. Ja, daran dachte ich auch. Ich will jetzt zu deinem Traumsammler, nicht einfach im Traumsender. Nein, ich meine nur, erst dachte ich, dass die Ersäuferin ja nicht viel mit Träumen zu tun hätte. Aber vielleicht gibt es doch einen Dämon, der irgendwie ihr zugeordnet ist und eine Affinität zum Traum hat. Nun, und waren die Perlen nicht als Chalvins Träume klassifiziert und wer hat sie eingesammelt? Ja, dann. Die eine zumindest. Nun, ich meinte die Mehrheit der Perlen. Nun, diese wurden von der Arche eingesammelt. Von der Wurzelkaiserin. Nun, vielleicht besteht da ein Bezug. Vielleicht sollten wir jetzt Serpentier doch hinzuziehen. Das wäre wohl das Klügste, wenn es um einen Dämon geht. Nun, immerhin habt ihr ihn als Berater genau dafür eingestellt, Abelmir. Nun, ich habe ihn als Alchemist eingestellt. Den Titel Berater hatte ich selber gegeben. Naja, lasst ihn doch. Okay. Reiß meine Tür auf und Serpentino! Keine Antwort. Serpentino ist mittlerweile bereits bei Nitya. So bei mir, oder? Durch mir jetzt. Nee, ein Stockwerk. Unter euch. Okay. Er scheint wohl gerade beschäftigt zu sein. Vielleicht später. Nun, aber das mit dem Titel, den er sich selbst gegeben hat, lasst ihn doch, Abelmir. Lasst ihn doch. Das wertet sein Ego vielleicht ein wenig auf. Nun, manchen Leuten steigen solche Titel zu Kopf. Ja, ich wüsste jetzt nicht wem, aber. Ich glaube nicht, dass sein Ego noch steigerungsfähig ist. Naja, ich weiß nicht. Er ist ein passabler Magier, aber sie streben doch immer nach mehr, nicht wahr, Abelmir? Nun ja, das ist richtig. Nichtsdestotrotz, ich wollte nur auf diesen Umstand hinweisen. Ja. Nun, wie dem auch sei, vielleicht sollten wir diese Frage vertagen. Ich denke. Vielleicht finden wir auf dem Markt ein entsprechendes Buch, das uns weiterhilft. Das klingt interessant. Ja, wir wollten ohnehin auf den Markt gehen. Dann lasst uns doch durch die Buchbestände stöbern. Vielleicht sind da ja wirklich interessante Werke mit dabei. Was das hier kosten wird. Ich schlage vor, jeder zahlt selbst, was er möchte. Seit wann zahlt ihr für euch Silber? Ausnahmsweise. Ich weiß doch, wie knapp ihr momentan bei Kasse seid, Abelmir. Ich habe es gemerkt. Ihr habt so wenig gegessen die letzten Tage. Ihr müsst euch nicht rationieren, nur weil es uns vielleicht finanziell etwas schlecht geht. Nun, ich achte auf meine Figur im Gegensatz zu euch. So könnt ihr es auch nennen. Aber wir wissen alle, wie es um euch bestellt ist. Abelmir, ihr könnt ruhig
eure gewohnten Mahlzeiten essen. Ihr müsst... Mir geht's hervorragend. Wir kommen schon über die Runden, macht euch da keine Sorgen. Auch wenn Jalan jetzt nicht mehr da ist, um sich um die Bücher zu kümmern. Lass die Bücher meine Sorge sein und meine Essensgewohnheiten auch. Nun, lass uns gehen. Wird uns ja das Serpentin schon wieder umtreibt. Immer wenn man ihn braucht. Ja, dann fragen wir doch mal Serpentilio, was du bei Nitya tust. Ich würde sagen, ich denke, sie finden ihn bei Nitya, die ihm den Finger schient. Ach so, einfach nur, gut, einfach deinen gebrochenen Finger kurieren. Ja, er will ja nicht, dass es krumm wächst. Darf sie erste Hilfe würfeln? Ja, darf sie. Wird auch gelingen, so dass du dann eben ein W3 zusätzlich regenerierst. Ja, die Regeneration ist mir egal. Es geht darum, dass die dämliche Wunde weg ist. Ach so, ja. Nitya ist gut genug, die würfelt nicht. Also es soll gelingen. Okay. Dorf finden, Voltax und oder Abelmeer, wenn er mitkommt, die dann auch sitzen. Ja. Was hat Nietzsche schon über? Wir gerade noch über die Vorzüge zwischen vielblättriger Einbeere und Yaruga-Wurzel kommentiert. Nun, das Problem ist natürlich die Verfügbarkeit immer wieder. Aber ich dachte mir, wo wir doch gerade noch in der Nähe der maraskalischen Klimazone sind. Ah, Olaf Markus. Ja, da seid ihr. Was habt ihr jetzt schon wieder angestellt? Nun, er hat sich den Finger brechen lassen. In der Tat. Von wem? Ah, es wohl. Bevor ihr jetzt falsche Schlüsse zieht, ich versichere euch, es war ein Missverständnis. Naja, sagen wir so, Serpentilio hat das verdient. Das Wolf ist in letzter Zeit aber auch etwas gereizt, muss ich sagen. Nun, wahres Wissen ist nicht zu erlangen, wenn man nicht bereit ist, ein oder zwei Opfer zu bringen. Ich wünschte, er wäre nur gereizt. Ah, die bezaubert wird zurück. Nitya, ich danke euch für eure Arbeit. Ja, solltet ihr den Finger am besten nicht benutzen. Lasst am besten die Hände komplett weg von eurer Zaubererkreide. Das ist sowieso nicht gut. Ja, ihr anderen könnt tatsächlich sowas wie Feindseligkeit erkennen. Das kanntet ihr von Nitya bisher nicht. Nun, jedenfalls, Kapitän, ich versichere euch, es wird langfristig hoffentlich einen positiven Einfluss auf unseren Kaplan haben. Oh, das ist natürlich schön. Nicht wahr, Abelmir? Nun ja. Denkt dran, eure Finger sind euer Kapital. Ich habe euch schließlich als Alchemist eingestellt. Oh ja, und wegen dem vergeigten... Botenvogel, ihr erinnert euch, ich versichere euch, der Botenvogel ist genau dorthin gewandert, wo er hinwandern soll. Aber natürlich, ihr habt trotzdem nicht unsere Anforderungen erfüllt. Entsprechend habe ich euren Lohn für diese Woche einbehalten. Ich habe es eurem Begleiter auch vermitteln müssen. Er hat gesagt, dann müsst ihr eine Woche länger an Bord bleiben. Ich bin mir sicher, das werde ich verkraften können, dort, Markus. Ich wollte es nur angemerkt haben. Das ist fürs Protokoll und so, ne? Nun, fühlt ihr euch imstande, schon wie auf den Markt zu gehen? Selbstverständlich, aber ihr wollt wohl nicht nach Sonnenuntergang noch hinausgehen. Nun, ich kann den Flimflam. Er hat recht, man sollte in der Dunkelheit nicht auf einer Arche herumspazieren. Ebenso vielleicht hatte ich eigentlich angedacht, die Nacht über ein wenig produktiv sein zu können. Verzeiht, ein wenig Kreide in der Nase. Mit eurem Finger? Glaubt mir, der wird bald wieder sein. Na gut, denkt dran, ist euer Kapital. Kapital, Kapitän, ist nichts, was mir sonderlich viel wert wäre. Es ist euer Ergebnis, was zählt. Das sind eure Finger. Nun gut, dann lasst uns dies aufs Morgen vertagen. Aber hattet ihr nicht eine Frage an ihn, Abelmir? Ja, gut, dass ich bin erinnert. Aber lasst uns nicht dort im Flur herumstehen. Ich wollte auch gerade fragen, was... Im Labor gegenüber? Dankeschön. Eine gute Idee. Schönen Abend noch, Nitya. Eventuell komme ich nochmal auf dich zurück. Ich hätte ein, zwei Fragen hinsichtlich von Schriftzeichen. Und du kannst das ja so gut, nicht wahr? Nun, ich spreche und schreibe zumindest als Proprezeptorin eine ganze Menge. Sollte man zumindest meinen. Darauf habe ich gebaut. Auf welche Sprache hoffst du denn? Oder Schrift? Dieses Bospatulamidi, irgendwas. Bosparano Tulamidia, Utulamidia. Ja, so etwas, genau. Imperiale Schriftzeichen? Ja, sicher. Ich lerne alles, was du mir beibringen möchtest. Nun, es ist natürlich eine Frage, was du lernen möchtest. Denn wenn ich dir etwas beibringen möchte, könnte ich dir ganze Bibliotheken füllen. Oh, aber wenn du nicht bei der Sache bist und nicht lernen magst, dann hilft es der besten Lehrerin nichts, wenn der Schüler nicht mag. Nun, das ist mir bewusst, aber ich bringe viel Geduld und Sitzfleisch mit.
Ja, das habe ich mir gedacht, dass du viel Geduld aufbringst. Allerdings bin ich nicht mehr die Jüngste. Nun. Wenn es um eine neuere Werbung geht, Voltax, ich bin mir sicher, ich wäre bereit, euch auszuhelfen. Das ist sehr gut, dann komme ich auch eventuell auf dich zurück. Wir werden auf jeden Fall sehr viel Spaß miteinander haben. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ja, zumindest lenkt mich das auch etwas ab. Die alltäglichen Aufgaben wie das Schienen eines Fingers ist doch etwas, nun, was keiner Hesindegeweihten bedarf, oder? Damit lächelt sie eiskalt in Richtung von Serpentilio und macht die Tür zu. Der scheint das gar nicht registriert zu haben. Eine sehr effizient arbeitende Frau, ich muss sagen, ich bin selten so zügig bearbeitet worden. Oh, wenn ihr mir doch sowieso mit mir sprechen wollt, geht mir doch kurz zur Hand, ja? Die Retorte darf den Boden nicht berühren, wenn sie gefiltert wird und nicht den Finger schon will, kann ich eigentlich zwei Hände in die Hände gebrauchen. Aber mir hilft der Mann. Nun, ja. Ich bin nicht besonders gut mit Alchemie und so, sonst würde ich das tun, aber... Ja, ihr habt ein Problem. Zeit, Kapitän, aber ich konnte kein Ochsenblut auftreiben und dies hier muss erst gesiedet werden, bevor es sich eignet, als wohl. Ja, ich schiebe diese Retorte halt unter dem Brenner wahrscheinlich, dieses Feuer. Nun, in den Schriften, die von diesem Paktierer, wie auch immer, Kreatur gefunden habt, dort wird eine Wesenheit erwähnt, die sich selbst Traumsammler nennt. Habt ihr so ein siebtürliches Wesen schon einmal gehört, gesehen, davon gelesen? Frage an meine Wissenstalente. Habe ich? Du möchtest wissen, ob du was schon gehört hast? Ob ich schon mal von einem Dämon gehört habe, der den Beinamen der Traumsammler trägt. Boah, das ist Dämonologie. Ja, würfel mal. Kannst du haben, kein Problem. Das sind 12. Ja, also du hast den wahren Namen für ihn nicht und die Niederhöllen sind unendlich. Traumsammler, ohne dass du jetzt weitere Informationen hast, kann natürlich auch Dagunitot sein. Es könnte selbstverständlich einfach nur ein profaner Anruf für die Herren der Sphäre sein. Ihr wisst, welche ich meine. Andererseits könnte es auch genauso ein profaner Beiname für den Markan sein. Idee ja eigentlich eher ein Traumbringer ist, aber ich sehe nicht, warum man dies dann in irgendeiner Übersetzung nicht umkehren sollte. Diesem Wesen wurde eine Reihe von Attributen zugeschrieben, die zu ganz verschiedenen Domänen passten. Aber ich nehme an, das hilft euch auch nicht weiter, oder? Die Niederrollen sind endlos und ihr dürft euch nicht zu sehr auf das Domänendenken verstärken. Ja, sie prägen ihre Geschöpfe, wenn ihr sie so nennen wollt, und dies ist eine untreffende Benennung, aber bleiben wir dabei. Jedenfalls prägen sie in sehr bedeutender und sehr eindeutiger Weise, aber es besteht viel Gemeinsamkeit zwischen einigen und manchen Sphären. Zwischen mehr, weniger, zwischen anderen mehr, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine. Zum Beispiel so sind die Dämonenarchen doch eine Gemeinsamkeit, die aus zwei Sphären entstanden ist, nicht wahr? Ja. Gewiss, wie wir aus nächster Nähe ansichtig werden durften. Jedenfalls, das Bestimmen von Dämonen nur aus Beschreibungen und Beinamen ist eine Schwierigkeit, gerade weil natürlich auch viel Irrglaube und aberwitziger Müll in solchen Werken verfasst sind. Und eine Herbeirufung würde ich an eurer Stelle, aber das muss ich euch nicht sagen, schon gar nicht versuchen mit so wenigen Informationen. Je besser ihr eine Wesenheit beschreiben könnt, desto eher könnt ihr sie bezwingen. Wir hatten auch nicht vor, sie zu beschwören. Eine sehr weise Entscheidung, Kapitän. Sehr weise. Wir wollten nur wissen, ob ihr diesen Beinamen schon einmal gehört habt. Das habt ihr in der Tat nicht, wie es klingt. Tatsächlich nicht, nein. Aber die Niederhöllen sind endlos. So, das können wir nun abstellen und vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde dann noch einige Stunden hier zugange sein, aber danach sicherlich ein oder zwei Ergebnisse präsentieren können. Und wenn ihr einen Heiltrank braucht, sagt Bescheid. Oh nein, ich werde mich um den Finger gleich kümmern. Ich wollte nur sicher gehen, dass es nicht komplizierter ist, als ich dachte. Nun gut, dann schlaf gut und möge euch Bohren so süße Träume schenken. Und ebenso euch, Kapitän. Ebenso euch. Wenn er draußen ist und die Tür zumummelt nach Unweisheit. Voltax, ich wollte noch bei Angroschminia vorbeigehen. Mögt ihr mich begleiten? Ja, sehr gerne. Das ist eine sehr schöne Idee.
Wisst ihr, ich habe, bevor wir in den Dschungel sind, eine Truhe bei ihr in Auftrag gegeben, damit unsere Papiere in Zukunft ein wenig sicherer sind. Ich denke nicht, dass sie schon fertig ist, aber wir könnten ja einmal bei ihr vorbeischauen, oder? Das ist eine hervorragende Idee. Ich bin sehr sicher, dass sie sich einen wunderbaren Mechanismus ausgedacht hat, um unsere geheime Korrespondenz zu schützen. Ja, ich glaube auch. Und dann nutze ich die Gelegenheit, während ich mit Boltax darunter gehe, und meine dann irgendwann, ehrlich gesagt, seit Yalan weg ist, macht mir die Situation auf dem Schiff ein wenig Sorgen. Mhm, mir auch. Aber führt aus, was meint ihr genau? Nun, was ich von euch und Diamantis gehört habe, ihr habt das nicht so genau erzählt, aber es klang beunruhigend. Das war es in der Tat. Ich meine, es ist Diamantes Aufgabe, für Ordnung zu sorgen. Und das, was er tut, tut er auch, ich denke, auf eine sehr alanfanische Art und Weise, wenn man es so sagen kann. Aber es ist nun mal nicht meine Art, wie ich mit so einer Situation umgehen würde. Ich meine, er hat mich gebeten und er meine Aufgabe. Aber dass er danach, nachdem der Mann wirklich schon gebrochen war, den Zauber aufrechterhalten ließ. Ach, das war nicht notwendig. Das war es allerdings nicht. Nun, wir beide kennen Rafim und sind gewohnt, wie er solche Dinge regelt. Aber nun ja, in diesem Fall gab es Alternativen. In der Tat. Ich fand euren Vorschlag gut, aber nun, er fand bei der Besprechung offenbar keinen großen Anklang. Nein. Problem ist das Folgende. Alle wollen immer sofort Lösungen und Effekte sehen. Man will sich nicht auf eine längere Zeit versteifen. Es fehlt die Geduld, aber nun, wenn etwas gut werden will, dann braucht es eben Zeit. Und natürlich können wir den schnellen Weg nehmen. Aber der schnelle Weg ist meistens eine Abkürzung, die seinen Preis hat. Euer Plan war gut. Ich bin sicher, er hätte Erfolg haben können. Aber dafür ist es nun zu spät. Nun, ich glaube, selbst wenn, nun, ich weiß nicht, Diamantis etwas anderes gesagt hätte, hätte nicht auf diesen Zauber zurückgreifen müssen. Mein Repertoire beschränkt sich nicht alleine auf jemandem Halluzinationen einflüstern. Ich hätte Ismaban auch so lange tanzen lassen können, bis er zusammenbricht und dann hätte er ihn über das Schiff schleifen können. Auch das wäre effizient gewesen und hätte gezeigt, wozu wir imstande sind und wie wir verfahren, ohne ihn zu sehr zu quälen. Ach, es widerstrebt mir, ihm mehr Leiden zuzufügen als unbedingt nötig. Er ist kein Paktierer und nichts, sondern jemand, der sich vielleicht einen schlechten Scherz erlaubt hat mit dieser Alrik-Verschwörung. Ich bin froh, dass wenigstens Abel mir es sich anders überlegt hat. Ich bin zwar nicht dafür, Kanizitianer einfach laufen zu lassen, aber diese Aussage, dass er ihn lieber tot sehen möchte, als ohne wirklich zu wissen, denn wir wissen immer noch nichts. Im Grunde genommen ist es die intellektuelle Kapitulation. Ja, ich stimme euch vollkommen zu. Jemanden, von dem wir nicht eindeutig sagen können, dass er ein Paktierer ist, lieber zu töten und damit möglicherweise den Tod eines Unschuldigen auf uns zu lasten. Das behagt mir auch ganz und gar nicht. Ich habe inzwischen noch einen anderen Gedanken, aber das alles hat Zeit, bis wir diese Stadt wieder verlassen haben. Ja, ich denke auch, hier in dieser Stadt sollten wir unsere Gedanken auf das richten, was vor uns liegt und nicht das, was uns hier an Ballast mitschwimmt. Es ist vermaledeit mit dieser Stadt. Nun, dann lasst uns etwas Schönes machen. Lasst uns mit Angroschminia reden. Oh ja. Ja, und dann würden wir zu Angroschminia gehen. Und, Hallo ihr beiden, na? Oh, Angroschminia, ich bin gerade schon fertig geworden. Zulamin, deine Truhe steht da drüben. Was? Ihr seid schon fertig? Ja, selbstverständlich. Warum denn nicht? Ich habe euch doch gesagt, Zulamin, sie ist wunderbar begabt, nicht wahr? Oh. Also die Truhe selbst ist von Lahalkash. Ich habe das zwergische Meisterschloss entworfen.
Oh, kannst du es uns einmal demonstrieren und uns ganz ausführlich erklären, wie es funktioniert? Nein, möchte ich nicht machen, aber hier ist der Schlüssel und hier ist ein zweiter Schlüssel, wenn du ihn verlierst. Den kannst du entweder jemand anderem geben oder ich behalte ihn hier bei mir, aber ich glaube, das ist natürlich bei dir die bessere Variante. Vielleicht gibst du ihn bei mir oder Boltax, das ist mir egal. Aber ansonsten kannst du die Truhe jetzt benutzen. Sie ist so verstärkt von Lahalkash, dass sie man müsste natürlich einen besonders großen Hammer. Rafim könnte sie sicherlich knacken, aber ansonsten ist sie sonst stabil genug. Und das Schloss selbst ist eben auch nicht mit, für ein Fex-Geweihter kommt vielleicht rein, da kann ich wenig gegen tun. Und ein Angrosch-Geweihter auch, aber ja, man müsste sehr grobe Gewalt benutzen, damit man diese Truhe dann noch knackt. Freut mich, dass sie so gut zusammengearbeitet hat und sie sieht wirklich prächtig aus. Ja. Genau wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr schön gemacht, oh. Ja, das freut mich, wenn sie euch gefällt. Also, wie gesagt, sie ist nicht unknackbar, aber es wird immer Spuren hinterlassen, wenn man sie aufbricht und es wird sehr viel Lärm machen, sagen wir so.